Ran an die Banane. Wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist es endlich mal wieder. Warum guckst du mich so an wie so ein Auto? Nein. Marc Geber und Marc Eggers. Und es gibt heute endlich mal wieder eine Parfümstraßenumfrage. Für mich ist das erste Mal. Ne? Also du weißt, mit diesen Umfragen und so weiter, ich guck das gerne, wenn du das machst. Ne? Wir gucken mal, wo uns die Reise hinführt. Du wirst ins kalte Wasser geschmissen, hast ja das Mikrofon gleich da. Wir werden nämlich heute die Leute mal fragen, ob dieser Duft, den du jetzt gleich vorstellen wirst, ob das der beste Sommerduft für das Jahr 2022 ist. Bringt einen runter während des heißen Wetters. Ich würde den jetzt erstmal gerne selber riechen. Nee. Aha, okay, cool. Hey, Luca und Dave, die machen doch für dich auch Videos. Luca und Dave, klar. Die werden dieses Video mal schneiden. Das wird die erste Umfrage, die jemand mal komplett schneidet, was ich nicht schneide. Ach, cool. Ohne Witz, ja. Oh, ja, schöne Grüße gehen raus, ne? Die müssen sich den Scheiß angucken. Ja. Wir wollen heute den besten Sommerduft für das Jahr 2022 an die Leute bringen. Okay. Und der liebe Marc wird den jetzt mal aufsprühen und du wirst mal ranken von 1 bis 10. Merk, du siehst Marc nicht zum ersten Mal heute, ne? Ja, ich schaue auf jeden Fall seine Videos. Ja. 20 Minuten später. Ich wollte mir die mit dem Ice Blue Dial holen. Ah. Ich wollte noch eine Nacht so drüber schlafen, ob ich die wirklich möchte. Und am nächsten Morgen war sie dann einfach weg. Aber was will man schlafen? Am Ende des Tages, wenn da eine Frau ist, denke ich ja auch nicht nur eine Nacht drüber nach, ob ich die jetzt verwöhne. Naja, ist ja so. Ist weißt du, ja was ich meine? Ja, naja, die liegt da jetzt gerade, die hat Lust, du Schatz, ich schlaf und übermorgen machen wir es nochmal. Schneiden wir doch alles nicht mit rein, das ist doch schon wieder dummer Spaß. Hallo. Na? Wir machen gerade eine Umfrage, willst du dabei sein? Es geht nur um Parfüm. Das ist so gut. Mit Marc ist so toll, weil der sieht so seriös aus. Da sagt keiner nein. Wer ist denn da dran? Ja, hallo, na Süße. Unbekannt. Na gut, okay. Wie findest du denn den Duft? Hat was. Das ist süßlich. Ein bisschen. Und dennoch, bisschen was so bleibt. Auch. Wie bitte? Was so bleibt. Ja, hallo? Ist da die Logik? Kannst du mir es hier drauf sprühen, ja, klar. Weil dann ist das besser. Geil. Würde ich auf jeden Fall mich nochmal umdrehen von dem Geruch her. Nochmal einen kleinen Moment, mal ganz kurz. Pass auf, ich gehe jetzt an dir vorbei und du drehst dich einfach mal um, aber nur wegen dem Geruch, ja? Hey, hast dich gerade umgedreht oder was? Na? Jetzt habe ich noch nicht. Oh, jetzt hast du mir aber hier. Geil. Geil. Der Duft. Ja. Der Duft. Ja, du bist auch ein hübscher Mann. Du bist auch eine hübsche Frau. Danke, heute mal ungeschminkt. Auch, ey, ungeschminkt sage ich dir, wie es ist, Augenweide. Glücklich Single? Ich bin auch glücklich Single. Hm? Na komm, ich umarm dich, komm her. Was machst du heute Abend? Ich werde einfach fragen und dann nicht antworten. Genau, du riechst einfach nur und sagst, ob gut riecht. Sehr speziell für den Sommer. Boah, das ist geil, Mann. Kann ich bis mal hier? Ja, klar. Ja, zack, zack. Oh, klar. Ey. Jetzt wasche ich diese T-Shirt niemals. Du, 1 bis 10. 10 ist der beste Sommerduft aller Zeiten. 20 von 10. Gut, 20. Das ist eine Ansage, ne? Skala, machen wir. Was trägst du eigentlich an Düften momentan so? Ich habe jetzt gerade Dauro. Ja, perfekt. Schneiden wir doch alles nicht mit rein. Ohne Witz, im Sommer Orange Flamingo. Aber nee, ohne Witz, ich Orange Flamingo. Ein Spritzer, 2 Wochen lang riechst du danach. Ja, gerne. Ich gebe dir gleich das Geld an. Ne? Ja. Na, kennen wir uns? Nee, ich kenne dich von YouTube, oder? Okay. Was hast du gemacht? Oh nein. Ich will mein Plasma spenden. Solltest du auch machen. Voll gut. Kann man auch machen. Skala so? Nee. Nee, sei ruhig ehrlich. Hier, die wir schneiden es dann raus. Nee. Ja. Nee, ich finde es nicht so. Na, es gibt bessere. Gibt bessere? Okay. 1 bis 10, das Ranking nehmen wir noch mit. 5,5. Ist eigentlich sehr schade, ich habe halt mein Leben da reingesteckt, aber ist kein Problem. Echt? Danke dir für sein das eigener Feedback, Duft, also er hat sich hoch verschuldet. Alles gut, nee. Ja, auch davon hängt alles ab bei mir. Jetzt hätte ich mir doch gewünscht, du hättest noch weniger Zeit gehabt. Von wo kommst du denn? Ey, aus Wadersloh kommen wir. Ach, wer kennt's nicht, ne? Du riechst mal einen Duft. Ja. Und sagst, ob der gut ist für den Sommer. Akzeptabel, 100%ig selbstzufrieden damit. Ja, was nimmst du? Ich benutze meistens immer von meiner Frau Cristiano Ronaldo, das momentan das Schwarze. Eine Frau nimmt das Ronaldo-Parfüm. Ja, richtig. Sie mag das an mir so sehr. Weil sie denkt, du bist Cristiano, oder? Nein, ich bin natürlich noch geiler. Cool. Dann grüß den Cristiano mal, der guckt ab und zu rein. Cristiano Ronaldo, ich wünsche auch alles Gute. Tschüss. Yeah. What do you think of this one? Yeah, it's nice, eh? Yeah, that's it? Yeah. It's all right, yeah. From 1 to 10, what would you say? 6. 6? Yeah. Ah, okay. So not so good? Yeah, I've had better. Okay. Hallo. Hi. Wir machen gerade eine Parfümumfrage. Okay. Ja? Genau. Stellen Sie die Frage. Achso, nee, wir stellen die ja heute. Vielleicht nochmal auf der Haut riechen? Ja.
sehr lecker. Sehr lecker, von 1 bis 10? Eine 8. Eine 8? Ja. Das ist schon gut. So, die sympathischen Kölner, jetzt dürfen wir mal was fragen. Wir machen eine Parfümumfrage. Und ihr sagt mal, ob das ein schöner Sommerduft, Sommerduft ist für den Herren. Nee. Okay. Das ist halt sein Parfum, ne? Er hat alles, er hat sein Haus verkauft, hat alles verkauft und hat alles da reingestellt. Vielleicht können wir es nochmal aufnehmen und sie sagen einfach nochmal, dass es gut ist. Nein. Nein. Gut, die Frau wird entscheiden. Weißt du, wie das riecht? Jetzt kommt's. Klostein. Ja, wie Klostein. Boah, das ist geil, Mann. Er hat es doch gerade gesagt, ich habe Haus und Hof aufgegeben. Ich habe mich höchst verschuldet. Und jetzt kommt ihr mit Klostein? Das sind die sympathischen Kölner, von denen ich gerade gesprochen habe. Entschuldigung, wir haben eine Frage an dich. Komm doch mal gerne her und riech doch mal und sag, ob du den Duft gut findest. Wie heißt du? Kathi. Hallo Kathi. Hi. Hummels? Nee. Nee. Nein. Nee. Okay. Das ist ein Duft für den Sommer. Wie findest du? Gut. Gut? Sehr gut. Klostein? Nein. Nee. Nein. Das ist kein Klostein. Nein, das ist kein Klostein. Oder hast du schon mal geputzt zu Hause? Macht der Mann. Nee, mache ich nie. Da müssen wir eine Frage stellen. Danke dir, Kathi. Hallo. Schönen Tag noch. Wir machen gerade eine Parfümumfrage. Und da habe ich gedacht, da werden wir dich doch mal fragen. Ja, gut. Aber nicht ganz so viel Zeit. Das geht ganz schnell. Pass okay. auf hier. Das riecht gut. Ja? Ja. 1 bis 10? Eine 8. Eine 8? Ja. Oh, doch schon so gut. Ja. Super. Mega. Ja. Sehr sympathisch. Haben wir direkt gesehen. Wirklich wunderschön. Schönen Tag noch. Ne? Mach's gut. Tschüss. An dieser Stelle noch mal ganz kurz liebe Grüße an Inscope 21. Mir wurde ja zugetragen, dass ihr gerade dran sitzt, einen sehr spannenden Duft zu kreieren. Mit Ola Kala wollen wir was für den nächsten Sommer machen. Nico hat so eine Idee gehabt. Riecht doch Elefantenscheiße. Bin sehr gespannt. Ihr werdet es erfahren. Und wahrscheinlich gibt es dann auch wieder eine Umfrage. Und dann werden wir testen, wie gut ist das Parfüm von Ola Kala. Ja, der riecht doch scheiße. So, für alle Leute da draußen. Marc, wenn ich dich schon mal an meiner Seite habe. Was muss man denn bei einem Sommerduft beachten? Also es ist so, dass jetzt im Sommer schwere Noten man eher meiden sollte. Also gerade jetzt solche Themen wie Oud, Leder ist eher belastend. Und es gibt auch tatsächlich zitrische Düfte, die kann man im Kühlschrank lagern. Und wenn man die auf die Haut aufträgt, gibt es eine wirkliche Explosion an Duftnoten. Marc, hier war uns. Hi. Auch mal? Marius. Marius. Ja. Eggers aber, ne? Eggers, ja. Ja, genau. Wir haben ja einen Sommerduft und fragen die Leute, ob das ein Top-Sommerduft ist. Mir gefällt's. Gefällt dir? Mir gefällt's, ja. 1 bis 10, wenn 10 richtig gut ist? 8. Wir sind am Ende der Parfümstraßenumfrage. Mir hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Marc. Ich freue mich jetzt auf das Video, was wir drehen. Ist verlinkt. Checkt unbedingt Marc ab. Checkt unbedingt den Duft ab. Sergio Pacento, muss ich sagen, ein Dauerklassiker. Und gerade für den Sommer wird er euch in andere Sphären beamen. Geil. Also ist verlinkt. Ciao, mach's gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Carsten nicht hinter der Kamera, aber Olli. Und der wird auch verlinkt. Vielen lieben Dank, Olli, dass du heute bei den 38 Grad mit uns beiden hier rumgegangen bist. Wir drehen jetzt das nächste Video. Ich bin raus. Meinem Gast gehört das letzte Wort. Ich freue mich drauf und wir sehen uns auf meinem Kanal. Damit habe ich nicht gerechnet. Ciao. Marc, was passiert hier? Was ist krass, ne? Was passiert hier? Ja, ich weiß es auch nicht. Was passiert hier?